Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, als ob der Schaden für die Allgemeinheit, für Unternehmen und für viele Menschen auch im privaten Umfeld nicht schon groß genug wäre. Kriminelle nutzen die aktuelle Unsicherheit rund um das Coronavirus und die Pandemie für umfangreiche Cyberangriffe. Es handelt sich hier um eine der größten, wenn nicht sogar die größte E-Mail-Kampagne, die jemals unter einem einzigen Thema durchgeführt wurde. Unter anderem umfasst die Kampagne neue Angriffe der sehr aktiven Hackergruppen. Dazu gehören TA-505 und TA-564. TA steht hier für Threat Actor. Diese setzen dabei auf ausgeklügelte Attacken auf zum Beispiel das US-Gesundheitswesen, die Fertigungs- und Pharmaindustrie sowie auf das öffentliche Gesundheitswesen. Zum Portfolio an Schadsoftware, die dabei zum Einsatz kommt, gehört aktuell nahezu alles, was sowohl privaten Anwendern als auch Unternehmen in irgendeiner Form schaden kann. Phishing nach Zugangsdaten, um möglichst in Unternehmen an sensible Daten zu gelangen. Dateianhänge in Malware. Wir kennen das Thema seit vielen, vielen Jahren. Links als Verweis zu Webseiten, die Schadsoftware infiziert sind. Hier zum Beispiel, gutes Beispiel, nenne ich immer wieder eine lokale Sparkasse. Ja, der Link, der sich dahinter befindet, verweist auf irgendeine Webseite in China. Die Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails, gefälschte Landing-Pages, auch hier wieder das Beispiel, die Webseite der Bank oder ähnliches, infizierte Downloader oder Spam, die Liste könnte man noch unendlich fortsetzen. Viele Mitarbeiter sind durch die aktuelle Situation von heute auf morgen im Homeoffice gelandet. Es ging schneller, als man es hätte glauben wollen. Auf einmal alles ganz unbürokratisch und somit sind viele mit der Situation überlastet und fühlen sich ins kalte Wasser geschmissen. Sie müssen sich mit den verbundenen Herausforderungen in eigener Regie auseinandersetzen. Sie stehen in der Verantwortung, sich selbst in der unstrukturierten Umgebung ihres Zuhauses zu sortieren. Dazu kommt natürlich die typischen Ablenkungen im Homeoffice durch Faktoren, die zu Hause auftreten, wie kein ruhiger Bereich zum Arbeiten. Selbst wenn ein Bereich, ein eigenes Büro zur Verfügung steht, kommt es oft zu Ablenkungen, die der Arbeitstag zu Hause mit sich bringen kann. Virtuelle Kommunikation ist für viele eine massive Umstellung und setzt unter Stress. Kann man mich gut hören? Kratzt es vielleicht in irgendeiner Form? Das Video läuft, man ist konzentriert und versucht sich auf sein Thema zu konzentrieren und dann kommt das Ungeplante, es kommt jemand ins Zimmer und bringt uns aus dem Konzept. Aber auch neue Dienste wie das gemeinsame gleichzeitige Arbeiten in Dokumenten mit Excel bringt Herausforderungen mit sich und die IT der Unternehmen ist oft nicht in der Lage, Mitarbeiter über die Risiken, die diese neuen Funktionen mit sich bringen, verständlich und nachhaltig aufzuklären. Das Ganze führt zwangsläufig dazu, dass Mitarbeiter abgelenkt sind. Durch die aktuellen Gesundheits- und Existenzängste und durch die Informationssuche, die wir alle an uns selber feststellen. Das Internet bringt die Möglichkeit, sich weitreichend über die aktuelle Situation zu informieren. Und man findet genau wie bei der Suche nach einer Internetgesundheitsdiagnose alles von sehr guten Tipps bis absoluten Blödsinn. Dies alles führt dazu, dass Mitarbeiter gerade im Umgang mit dem Medium E-Mail anfälliger werden für Angriffe. Und fast alle Angriffe beginnen mit einem Phishing-Angriff. Warum also ist das so? Warum ist E-Mail immer noch so ein erfolgreicher Angriffsvektor für Cyberkriminelle? Wenn wir noch einmal zurückblicken, können wir uns an eine einfachere Zeit erinnern. Wir hatten ein sicheres E-Mail-Gateway, das unsere Infrastruktur bewachte und es war effektiv. Die Hacker wurden besser und wir setzten unsere Innovationen fort, um sicher zu bleiben. Bis sie merkten, man könnte die Sicherheitsmaßnahmen ja auch vollständig umgehen. Aber jetzt kommen Angriffe aus allen Richtungen, so dass wir, wenn wir zu Hause im Halbschlaf unsere E-Mails abrufen, noch anfälliger für Social Engineering werden. Was wir auch feststellen, sind Domain-Registrierungen, die nicht nur rechtmäßig als saubere Informationsquelle dienen,
sondern dass vermehrt Webseiten mit irreführenden Informationen bereitgestellt werden, die nur ein Ziel haben, die Nutzer zu verunsichern und gegebenenfalls durch die angebliche Bekanntmachung einer schnellen Lösung, wie zum Beispiel bestellen Sie Ihr limitiertes Angebot an Impfungen gegen Covid-19 jetzt hier. Dies erfolgt aber nicht nur, wie zuvor erwähnt, auf Webseiten, die man über Suchmaschinen findet, sondern auch direkt per E-Mail. Diese Spear-Phishing-Angriffe haben in den letzten 8 Wochen stark zugenommen. Wie schon in den letzten Jahren muss man kein Profi mehr sein, um einen Phishing-Angriff durchzuführen. Man kauft sich ein sogenanntes Phishing-Kit, mit dem man ganz gezielt userfreundlich in einer Web-Oberfläche seinen Angriff auf einfachste Wege planen und durchführen kann. Und wenn es mal nicht klappt, bieten viele Anbieter sogar einen herausragenden Kundensupport, der einem aktiv dabei hilft. Die Sicherheitsanforderungen haben sich somit von heute auf morgen teils massiv geändert. Spear-Phishing wird unter Ausnutzung von Covid-19 genutzt, um Mitarbeiter gezielt anzugreifen. Den Firmen fehlen Prozesse, um auf derartige Vorfälle zu reagieren, wie den Mitarbeitern eine Möglichkeit zu bieten, einen Vorfall einfach und gezielt an die IT zu melden. Ihre Mitarbeiter sind aktuell abgelenkt, das geht uns allen so und das macht uns alle anfälliger für Fehler. Da ist schnell mal eine Datei an den falschen Empfänger gesendet oder gar gelöscht. Und noch wichtiger ist es, dass der E-Mail-Service immer zur Verfügung steht, auch wenn der E-Mail-Server mal ausfallen sollte. Wir nennen dies E-Mail-Continuity. Darauf gehe ich auf jeden Fall später noch genauer ein. Die Krise bringt nicht nur ganz neue Themen auf den Tisch, es sind vermehrt bewährte Praktiken, die hier helfen. Wir unterteilen hier in 3 Kategorien. Technologisch können wir alles automatisieren, wir können Spear-Phishing-Attacken automatisch erkennen, wir können automatisch auf Angriffe reagieren und natürlich unsere Kommunikation verschlüsseln, um sicherzustellen, dass wir keine Daten verlieren. Unsere Mitarbeiter sind größtenteils Menschen, diese kann man nur auf einen Weg absichern, und zwar indem man sie über die Risiken aufklärt. Dies geht am besten mit Schulungen, die das Sicherheitsbewusstsein verbessern. Aber nicht nur Schulungen an sich sind gut, auch eine für das Unternehmen und den Mitarbeiter risikofreie Phishing-Simulation kann die Risiken am Praxisbeispiel verdeutlichen. Und dann heißt es natürlich, bleiben Sie produktiv, sichern Sie Ihre Daten in einem Cloud-Backup und führen Sie eine Lösung für E-Mail-Continuity ein. Eingehende E-Mails durchlaufen heute eine Reihe von Filtern, aus denen sich Ihre E-Mail-Sicherheitslösung zusammensetzt. Dazu gehört die Überprüfung der Reputation der Domäne oder des Absenders, wobei man sich auf Blacklist stützt. Dazu gehören auch Inhaltsfilter, die nach Spam oder Malware suchen. Ihre E-Mail-Sicherheit kann sogar Techniken wie URL-Schutz zur Erkennung bösartiger Links oder heuristische Analysen zur Identifizierung bösartiger Inhalte mit der E-Mail verwenden. Die ATP-Funktionen, die heute bei den meisten E-Mail-Sicherheitsmaßnahmen zum Standard gehören, leisten einen hervorragenden Beitrag zum Schutz vor Zero-Day-Angriffen per E-Mail. Gateways sehen nur E-Mails, die von externen Absendern kommen und haben keinen Einblick in die interne Kommunikation. Dies macht es ihnen unmöglich, interne Angriffe zu identifizieren, die von kompromittierten Konten aus gestartet wurden. Sie verlassen sich auf statische Regeln, die dazu dienen, bösartige E-Mails zu identifizieren. Diese Techniken sind nicht wirksam gegen sozial konstruierte Angriffe, die darauf ausgelegt sind, Gateways zu umgehen. Sie tragen keine böswillige Nutzlast, stammen von hoch angesehenen Absendern und versenden sorgfältig konzipierte Nachahmungstechniken, um ihre Opfer zu täuschen. Für ihre Standard-Security werden diese Angriffe wie legitimierte Mails aussehen. Es gibt auch eine interessante Empfehlung von Gartner, die jetzt im März 2020 erschienen ist, wo auch Gartner sich ganz klar dafür ausgesprochen hat, eine E-Mail-Gateway-Lösung, um einen Phishing-Schutz zur Erkennung von betrügerischen Mails entsprechend zu erweitern. Wenn ich die Reaktion auf Zwischenfälle automatisieren will, brauche ich also eine schnelle Möglichkeit, Bedrohungsanalyse zu betreiben. Ich muss das Ausmaß des Angriffs identifizieren können. Ich brauche die Möglichkeit, eine schnelle automatisierte Hilfe durchzuführen und ich muss mich auf zukünftige Angriffe vorbereiten. Mit dem Tool Barracuda Forensics und Incident Response haben Benutzer die Möglichkeit, über ein Outlook-Plugin oder eine Web-Benutzeroberfläche entsprechend Zwischenfälle an die Administration zu melden. Die Administration hat wiederum die Möglichkeit, auf diese Zwischenfälle zu reagieren
oder diese abzuweisen und damit dem Benutzer natürlich entsprechend auch eine Rückmeldung zu geben. Wenn ein Zwischenfall aufgetreten ist und der Administrator sagt, ja, das ist wirklich gefährlich, braucht er entsprechende Möglichkeiten zu reagieren. Diese sind zum Beispiel nach der gefährlichen E-Mail über alle Konten hinweg zu suchen. Eine weitere Möglichkeit ist, die E-Mail dann entsprechend in den Posteingängen, in denen sie auch eingegangen ist, zu löschen und dem Benutzer mit einem Klick eine Information zuzuschicken, dass eine E-Mail bei ihm gelöscht worden ist aufgrund einer Gefahrensituation. Und man hat zusätzlich die Möglichkeit, zukünftige E-Mails dieser Art direkt in eine Quarantäne zu geben. Am besten lässt sich das Ganze aus Sicht eines Sales Engineers erklären. Von dem her hat Florian Wojtech, einer unserer SEs im deutschen Team, das Ganze einmal in einer kurzen Demo zusammengefasst. Hallo, mein Name ist Florian Wojtech und ich zeige Ihnen heute die neue Lösung Forensics und Incident Response. Dazu gehe ich einmal auf unsere Demo-Seite. Hier auf dieser Demo-Seite sehe ich Incidents, also Vorfälle, die bereits erstellt wurden. Was ist ein Incident? Ein Incident ist eine E-Mail, die durch den Spam-Filter durchgegangen sind und die trotzdem schadhafte Informationen enthält. Und vielleicht hat sie ein Benutzer darauf aufmerksam gemacht, dass er diese Mail bekommen hat und dass man vielleicht mal gucken sollte, warum die Mail durchgegangen ist und dass man vielleicht für zukünftige Mails darauf achtet. So, was kann ich dann tun? Ich erstelle einen neuen Incident. Hier auf New Incident klicken und dann kann ich nach Absendern suchen oder nach einem Betreff. In unserem Fall möchte ich gerne einmal nach dem Betreff suchen. Ich suche nach dem Betreff British Bitcoin Offers. Gut. Er findet jetzt hier zwei E-Mails mit diesem Betreff und ich könnte mir jetzt erstmal die Mail nochmal angucken. So, wenn ich jetzt mir die Mail angucke, dann sehe ich, okay, ja, sind Mails mit irgendwelchen Angeboten für Bitcoins, aber hier sind auch Links drinne und diese Links könnten schädlich sein. Ich möchte jetzt ausschließen, dass Benutzer diese Mail anklicken oder die Links in dieser Mail anklicken. Gut, was kann ich dann tun? Ich gehe hier weiter und dann bekomme ich mehrere Optionen, Remediation Options. So. Darin kann ich entscheiden, okay, ich möchte gern alle Mails, die so aussehen wie eben, für die Benutzer aus den Postfächern löschen. Und ich möchte Warnungen rausschicken, dass die Benutzer wissen, okay, bei Mails dieser Art sollen sie eben nicht draufklicken. Und ich kann für zukünftige E-Mails von diesem Absender eine Regel erstellen, dass diese Mails in die Quarantäne gehen. Gut. So, das ist einmal, wie ich auf Mails reagieren kann, auf die mich vielleicht ein Benutzer aufmerksam gemacht hat. So, aber ich kann auch auf Mails reagieren, die vielleicht aus Ländern gekommen sind, mit denen ich normalerweise gar nichts zu tun habe. Dafür gibt es unsere Inside-Option. In dieser Inside-Option sehen Sie alle Länder, aus denen E-Mails angekommen sind. Ich sage hier mal die letzten 2 Tage und gehe hier ein Stückchen runter. Und ich möchte jetzt gerne mal gucken nach Mails aus Südkorea. Gut, dann klicken wir hier auf das Review. Jetzt habe ich alle Mails, die aus Südkorea gekommen sind. Und da sieht man jetzt eine Mail, die hat einen Betreff, holen Sie sich 100 Freispiele. Gut, bei einer Mail aus Südkorea ist es ja eher außergewöhnlich, dass dort ein deutscher Betreff ankommt. Und dann gucken wir uns einmal diese Mail an. Und hier sieht man, okay, ja, ist eine gefakte Mail mit irgendwelchen Links und Freispielen. Und ich möchte gerne einen Incident dafür erstellen, dass die Benutzer nicht draufklicken und vor allen Dingen, dass die Mails gelöscht werden aus den Postfächern. Gut. Also kann ich hier wieder einen Incident erstellen. Dann ist alles schon vorausgefüllt und ich komme wieder an die gleichen Optionen wie vorher. So, es war ein Benutzer, der die Mail bekommen hat und ich möchte gerne für diesen Benutzer die Mail aus der Mailbox löschen. Ich möchte gerne ihm eine Warnung senden, dass die Mail schädlich war. Und für zukünftige Mails von diesem Absender möchte ich gerne das Ganze in die Quarantäne schieben. Ich könnte auch die Domäne nehmen. In dem Falle bei Hotmail.com würde ich eher den Absender nehmen. Sonst würde ich ja gar keine Mails mehr von Hotmail bekommen. Gut. Und somit kann ich auf Mails reagieren, die angekommen sind und die eben schädliche Inhalte enthalten haben.
und die trotzdem durch den Spamfilter durchgegangen sind. Dieses Forensics and Incident Response Tool ist ein Teil unserer Essential Suite. Und Sie können es jederzeit einsetzen. In der Zukunft werden hier auch noch neue Funktionen hinzugefügt werden. Ich hoffe, Ihnen hat die Demo gefallen, und ich hoffe, Sie bald wiederzusehen. Mit dem Produkt Barracuda Fischlein können Unternehmen Schulungen zum Verbessern des Sicherheitsbewusstseins ihrer Mitarbeiter durchführen. Wir unterscheiden hier in drei Bereiche: Simulation, Training und Analyse. Die kontrollierte Testumgebung von Fischlein bietet mit der Funktion der Simulation für Sie viele Möglichkeiten. Es gibt Vorlagen für den schnellen Erfolg. Dutzende Landingpages, wie zum Beispiel eine emulierte Secret Escape-Seite. Es gibt angepasste Kampagnen, in denen Sie Ihren eigenen Content einbringen können. Und das Ganze bringt Ihnen dann den großen Vorteil, dass Sie die Situation beurteilen können, ohne einem echten Risiko ausgesetzt zu sein. Damit wir das Ganze uns jetzt noch mal ein bisschen praxisnah anschauen, hat mein Kollege Björn Seifert im Vorgang ein Video aufgezeichnet, wo er das Ganze einmal kurz live gezeigt hat. Wir befinden uns in der Kampagnenübersicht und gucken einmal in unsere angelegte Kampagne rein, die jetzt gerade läuft, über die wir eine Phishing-Attacke simulieren, um zu schauen, ob der Benutzer darauf einsteigt. Dazu gucken wir noch einmal kurz in die Kampagne selber hinein. Wir haben im unteren Teil ja den Content, da haben wir einmal die E-Mail vorbereitet. Können einmal schauen, wie das Ding aussehen soll. Ja, ist also eine E-Mail, die von Secret Escapes kommt, ein Reiseanbieter. Und da baut sich das Bild auf. Wechseln wir mal in den Posteingang. Die E-Mail wurde verschickt, eine E-Mail-Adresse. Das ist der Posteingang im Office 365. Und zwar sehe ich hier, es ist von Secret Escapes gekommen. Das ist die E-Mail. Jetzt weiß ich nicht, wo ich zuerst draufklicken soll. Aber man sieht hier, wenn man hier zum Beispiel raufgeht, was sich hinter dem eigentlichen Absender verbirgt. Das ist die E-Mail-Adresse, die wir angegeben haben, die wir in unserer Kampagne als Absender nehmen möchten. Und das Template selber ist ein bisschen angepasst. Wenn man weiter unten, 1, 2, 3, zum Beispiel hier bei dem Strandhotel, mal drüber geht und sich unten den Link anguckt, der angezeigt wird, der geht halt tatsächlich noch auf die Secret Escape-Seite, wo man sich das Angebot genauer anschauen kann. Wenn wir uns aber mal hier oben dieses anschauen, dann sehen wir, dass der Link links unten im Bildschirm zu sehen auf travelingforme.com geht, was unsere gefakte Seite ist. Und wenn ich da jetzt draufklicke, dann lande ich, ich habe das schon mal vorbereitet, lande ich auf dieser Seite. Die sieht aus wie die Seite von Secret Escapes. Jetzt habe ich dort eine Maske, wo ich meine E-Mail-Adresse eintragen lassen kann. Ich könnte genauso gut eine Maske aufbauen und sagen, okay, ich hätte gern Benutzerdaten. Benutzername, Kennwort zum Beispiel. Oder andere Informationen, um diese halt abgreifen zu können. Ich könnte aber auch eine Seite bauen, wo ich dann halt sage, okay, lieber Mitarbeiter, wir haben dich erwischt, in Anführungszeichen. Bitte schau dir das Schulungsvideo an, warum du hier drauf reingefallen bist. Nachdem das Video gelaufen ist, gibt es auch noch ein kurzes Training, in dem eine Abschlussprüfung durchgeführt wird. Diese erfolgt per Multiple Choice mit ein paar Fragen und am Schluss wird das Ganze in ein anonymisiertes Bewertungssystem eingetragen. Was ist Phishing?
Phishing ist eine Betrugstechnik, die von Cyberkriminellen, also im Internet, verwendet wird. Es werden verschiedene Arten von Phishing-Methoden benutzt, am häufigsten E-Mails. Die Zahl der Angriffe steigt stetig. Die Angriffe sind immer trickreicher und schwerer zu erkennen. Phishing ist Betrug anhand falscher Mitteilungen und dient dem Diebstahl von Informationen oder der Installation von Schadsoftware. Phisher nutzen die Informationen dann zum Identitätsdiebstahl. Normalerweise mit finanziellen Hintergedanken, manchmal aber auch zu politischen Zwecken. Phishing-Versuche sind eine reelle Bedrohung. Die jährlichen wirtschaftlichen Kosten des Phishings belaufen sich möglicherweise auf mehr als 3 Milliarden Dollar. Zusätzlich zum direkten finanziellen Verlust sind auch Kosten durch Rufschädigung, Sicherheitsverstöße sowie zur Wiederherstellung des Kundenvertrauens zu berücksichtigen. Angesichts geltender gesetzlicher Bestimmungen möchte sicher kein Unternehmen die Ergebnisse einer möglichen Überprüfung wegen mangelnder Abwehr von Phishing-Angriffen in Betracht ziehen. Phishing ist ein sehr wirksames Mittel zum Betrug, das sich das sogenannte Social Engineering zunutze macht. Social Engineering nutzt das natürliche Vertrauen der Menschen aus. Die Kriminellen geben vor, eine Person oder ein Unternehmen zu sein, dem sie vertrauen. Wie funktioniert Phishing? Der Phisher versendet gefälschte, aber überzeugende Massenmails, die von einem vertrauenswürdigen Absender zu stammen scheinen. Er gibt sich zum Beispiel als Finanzunternehmen, als Freund oder Kollege, als Online-Händler oder auch als soziales Netzwerk aus. Gehen Sie ihnen nicht an den Haken. Nach dem Versenden der gefälschten Mails wartet der Phisher ab, wer den Köder schluckt. Bringen Ihr Opfer dazu, Benutzernamen und Passwörter, Kontonummern oder Sozialversicherungsnummern zu bestätigen oder andere vertrauliche Informationen preiszugeben. Phishing setzt normalerweise auf menschliche Interaktion. Beispielsweise einen Link anklicken, eine Software herunterladen und installieren oder einen Anhang öffnen. Selbst unbedeutende Handlungen können weitreichende Folgen nach sich ziehen. Ausgefeilte Phishing-Techniken haben gravierende Folgen, wie die versteckte Installation von Schadsoftware, die ebenso schwierig zu entdecken wie zu beseitigen ist. Eine Phishing-E-Mail mag harmlos aussehen. Die Büchse der Pandora des elektronischen Bösen ist jedoch nur einen Klick weit entfernt. Abschließend kommt die Analyse. Hier haben wir die Möglichkeit, Trends und Muster zu erkennen. Wir können bewerten, wie effektiv das Training ist, und wir können bei Bedarf Feinabstimmungen angehen. Auch hier haben wir ein kurzes Video nochmal aufgenommen, wo wir uns die Analyse der Kampagne anschauen. Die E-Mail-Kampagne ist geplant, sie ist gelaufen. Benutzer haben die Phishing-Mail bekommen, haben das angewählt. Und jetzt geht es dahin, sich einen Überblick zu verschaffen, was ist denn dabei eigentlich rausgekommen. Wir schauen mal in die Analyse hinein. Jeder Report oder die Reports an sich selber sind halt anpassbar. Es gibt ein Customizing, was man machen kann, um halt die Bedürfnisse abzudecken, die man halt hat, was man halt auswerten möchte. Es gibt ja in dem Adressbuch selber, in den Kontaktdaten, verschiedene Felder. Ich kann halt auch eigene Felder beschreiben, die da reinkommen, die ich dann auswerten möchte. In diesem Fall haben wir es mal so gemacht, wir haben die Abteilung, das war Sales in dem Adressbucheintrag, als auch die Region, das ist Norden gewesen. Und wenn wir jetzt mal schauen, hier haben wir eine Übersicht über die Region. Da sind halt Länder verschiedene mit drin. Hier kommt auch einmal der Norden hervor. Und hier haben wir eine Übersicht über die Abteilung. Da ist der Bereich Sales, da ist ein bisschen mehr drin. Es liegt daran, dass jetzt im Grunde genommen über alle Kampagnen ausgewertet wird. Das sind die Kampagnen, die im System aktuell verfügbar sind, die halt zur Auswertung herangezogen werden. Und wenn ich das jetzt mal auf unsere Demo einschränke, dann habe ich hier einen Eintrag. Ich habe eine E-Mail verschickt, die wurde auch benutzt, da wurde der Link angeklickt und das ist registriert worden. Genauso wie die Region Norden ist einmal festgehalten worden.
Wenn wir also unsere Leute identifiziert haben, wo wir der Meinung sind, die sollten noch mal ein bisschen geschult werden, was das Thema Phishing angeht, dann kann ich jetzt Kampagnen erstellen, um ein für einen Trainingsplan zum Beispiel. Das kann ich machen, entweder durch die Landingpage, dass da jemand drauf geht, mit dem Phishing selber das verbinden und der dann die Schulungsmaßnahmen direkt bei der Phishing-Attacke mitbekommt. Ich kann aber auch eine extra Kampagne ins Leben rufen, um diese halt zu verschicken. Und das habe ich hier gemacht. Ich habe eine Vorlage genommen. Der Zusammenbau ist identisch mit dem wie eine Phishing-Attacke. Habe jetzt ein einfaches Template genommen, habe das nur ein bisschen angepasst. Und ja, der Mitarbeiter ist dann herzlich dazu eingeladen, bis zu einem gewissen Tag diesen Kurs zu machen und abzuschließen. Und kann jetzt hierüber das Training anwählen und landet dann auf der Seite mit dem Trainingsvideo und dem anschließenden Quiz als Beispiel. Barracuda Essentials ist die Kernfunktionsbasis unserer Total Email Protection. Auch hier handelt es sich um eine cloudbasierte Lösung, die mehrschichtige E-Mail-Sicherheit mit erweitertem Bedrohungsschutz, Compliance-Archivierung und Microsoft 365 Cloud Backup umfasst. Die E-Mail-Security beinhaltet auch E-Mail-Kontinuität für Notfall-Failover, also E-Mail-Continuity, was im Grunde genommen bedeutet, dass Sie unabhängig davon, ob der Exchange sich bei Ihnen vor Ort oder in der Cloud befindet, Ihnen eine zusätzliche Ausfallsicherheit bietet im Falle dessen, dass Sie trotzdem auf Ihren Posteingang zugreifen wollen, E-Mails lesen wollen, die der E-Mail-Server aufgrund des Ausfalls noch nicht annehmen konnte. Und es bietet Ihnen auch die Möglichkeit, eine E-Mail zu beantworten, also darauf zu reagieren. In dem Fall sind Sie also mit Business Continuity, E-Mail Continuity weiter in der Lage, Ihren Geschäftsprozess fortzusetzen, auch wenn es ein bestehendes IT-Problem gerade gibt. Unsere cloudbasierte Archivierung für Compliance und E-Discovery bietet Ihnen Archivierung nach gesetzlichen Vorgaben in Deutschland und nach GDPR. Es werden E-Mails archiviert inklusive der kompletten Benutzerverzeichnisstruktur. Es werden Kalendereinträge, Kontakte, Aufgaben und auch Notizen vollständig archiviert. Es gibt die Möglichkeit, einen rollenbasierten Zugriff und eine dedizierte Suche für zum Beispiel Auditoren durchzuführen. Des Weiteren gibt es ein Aufbewahrungsmanagement, wo feste Zeitspannen eingestellt werden können. Zum Beispiel für das Thema Bewerbungen. Bewerbungen müssen ja nach 3 Monaten automatisch gelöscht werden und es gibt oftmals auch Compliance-Beauftragte oder Betriebsräte, die hier darauf achten müssen, dass diese Löschungen durchgeführt werden. Hier hat man wiederum die Möglichkeit, ein automatisiertes Reporting einzustellen, damit die entsprechenden Personen darüber informiert werden, dass die Löschung durchgeführt worden ist. Für Kunden, die noch alte PST-Dateien im Einsatz haben oder irgendwo auf irgendwelchen Storages liegen haben, haben wir die Möglichkeit, für 90 Tage Nachkauf die Möglichkeit, unsere PST-Enterprise-Lösung mitzunutzen. PST-Enterprise ist ein Tool, um PST-Dateien zu archivieren und zwar personalisiert zu archivieren. Das bedeutet, wenn zum Beispiel der Hans Meier auf seinem Rechner viele PST-Dateien liegen hat, kann PST Enterprise anhand einer künstlichen Intelligenz, die hier die PST-Datei analysiert, erkennen, wem gehört diese Datei, ist es tatsächlich dieser Mitarbeiter und dann wird diese Datei automatisiert dem richtigen Archiv zugeordnet. Die Alternative ist, wenn das Unternehmen gerade auch größer ist und seit vielen Jahren schon existiert, dann müssen hier sehr, sehr viele PST-Dateien manuell an die Archive angehängt werden, was ein sehr großer Aufwand sein kann, den man sich hiermit sparen kann. PST Enterprise lässt sich übrigens auch über Group
Gruppenrichtlinien entsprechend verteilen, über Softwareverteilung entsprechend ausrollen und kann so auf Endgeräte zum Beispiel gebracht werden, wie zum Beispiel Notebooks. Das ist auch immer eine gute Gelegenheit, wenn man zum Beispiel vorhat, Notebooks auszutauschen, weil es gibt ja oft die Situation, dass es heißt, sollte werden die Notebooks ausgetauscht und die Mitarbeiter werden angewiesen, nochmal ein Backup durchzuführen. Und ja, was passiert am Schluss? Man verliert vielleicht seine PST-Files. Das kann nicht passieren, wenn Sie im Vorhinein die PST-Dateien auch von den Rechnern entsprechend eingesammelt haben, können Sie sicher sein, dass diese Dateien sicher abgespeichert sind. Die Archivierung ist voll kompatibel mit Exchange On-Premise und eben auch Microsoft 365 Exchange. Und es gibt die Möglichkeit, auf die Archivierung mit einem Plugin per Outlook zuzugreifen. Das heißt, man hat da drin die Möglichkeit, eine Suche durchzuführen. Man hat aber auch die Möglichkeit, im Outlook-Plugin einen Verzeichnisbaum darzustellen. Sprich, der sieht dann genauso aus wie das Live-Postfach. Postfach, welches man in seinem Exchange Outlook sowieso schon sehen kann. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel meine Verzeichnisstruktur, da habe ich meine Kundenordner alle aufgebaut und jetzt sehe ich in dem archivierten Ordner genau das gleiche nochmal. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel meine Kunden aufgelistet habe nach Namen, dann sind die in dem Archiv auch angezeigt. Und wenn ich jetzt eine E-Mail, die sich im Posteingang befindet, zum Beispiel in den Ordner eines Kunden rüberschiebe, dann geht die Archivierung nachts beim Sync-Prozess hin und führt diese Verschiebung in den entsprechenden archivierten Ordner auch durch. Das heißt, man kann auch seine, sage ich jetzt mal, bekannte Ordnerstruktur weiter nutzen, um im Archiv nach seinen Daten zu suchen, was eine sehr sinnvolle Integration ist. Weitere Zugriffsmöglichkeiten auf die Archivierung sind zum Beispiel per Web-Oberfläche, ganz klassisch, oder auch entsprechend mit Apps. Apps sind verfügbar für iOS, Android und für macOS. Hier hat man die Möglichkeit, dann schnell und einfach, zum Beispiel, wenn man sich in einem Hotel befindet, möchte eine Reisereservierung, eine Hotelreservierung öffnen, die man zuvor getätigt hat, hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe in meine Archivierungs-App, gebe da zum Beispiel ein das heutige Datum und den Namen des Hotels und dann bekomme ich ganz schnell meine Buchungsbestätigung. Und das ist ein ganz großer Vorteil gegenüber der Lösung von Microsoft in Exchange selber oder in Outlook, weil die Suche ist immer das, was am schlechtesten funktioniert. Und beim Archivieren ist eigentlich das Allerwichtigste, dass wenn ich was suche, dass ich es schnell finde. Abschließend kommen wir zum Cloud-to-Cloud-Backup. Das Cloud-to-Cloud-Backup ist eine der wichtigsten Funktionen für die Absicherung von Microsoft 365, weil Microsoft standardmäßig keine Backup-Funktion in Microsoft 365 integriert hat. Es gibt einen Papierkorb. Dort können alte Revisionen wiedergefunden werden. Nur für eine eingeschränkte Zeit. Wenn man über diese Zeit hinaus eine Restore-Anfrage stellen will, kann man sich an den Microsoft-Support wenden. Dies ist mit entsprechendem Aufwand verbunden, der nicht unbedingt empfehlenswert ist. Idealerweise hat man auch wie im traditionellen On-Premise-Geschäft eine Backup-Strategie, mit der man die Möglichkeit hat, alle seine Daten jederzeit aus einer sicheren Ablage wieder herzustellen. Erstens, wir haben die Möglichkeit, eine vollständige Sicherung des Exchange Online durchzuführen, um zum Beispiel im Falle dessen, dass ein Mitarbeiter eine Verzeichnisstruktur beschädigt oder einzelne Dateien löscht, wir diese wiederherstellen können. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, auch im Falle dessen, dass vielleicht der Provider doch irgendwelche Probleme mit dem Exchange-Server hat, wir einfach sagen können, wir machen komplette Rücksicherung unserer Datenbank, dann sind wir auf der sicheren Seite. Zusätzlich haben Sie natürlich, wenn Sie unsere Archivierung nutzen, auch hier nochmal zusätzlich eine Sicherung, eine Sicherheit für ein Exchange Online. Weitere Punkte sind vollständiges Backup Ihrer OneDrive for Business und SharePoint Online sowie Teams-Dateien. So, auch hier gibt es ganz viele
Herausforderungen, die, wo ich mal ein paar hervornehmen möchte. Möglichkeit 1, ein Benutzer löscht versehentlich die Präsentation von einem Kollegen. Das fällt erst in ein paar Monaten auf, weil die hat er bis dahin nicht mehr benötigt. Es gibt keine, die man jeden Tag braucht. Kann ich nicht mehr wiederherstellen. Die wäre an der Stelle weg. Oder sie ist einfach nur leicht überschrieben worden. Der Inhalt passt nicht mehr. Mit einem sauberen Backup kann ich hingehen und kann sagen, ich möchte vom 20. Februar 2020 die Datei wiederherstellen und möchte mit der weiterarbeiten. Ansonsten, wenn ich zum Beispiel die Situation habe, dass eine Ransomware-Attacke durchgeführt worden ist, sie ist erfolgreich auf dem PC eines Benutzers eingeschlagen und hat den OneDrive-Ordner verschlüsselt, dann dürfen sich alle freuen an der Stelle, die den geteilten Ordner mit diesem Kollegen haben, weil auch bei denen werden die Dateien in diesem OneDrive-Ordner ersetzt durch verschlüsselte Dateien. Die einzige Möglichkeit, die ich an der Stelle habe, ist, ich isoliere den Client, ich lösche alle verschlüsselten Dateien in OneDrive oder in SharePoint und führe dann einen Restore meiner sauberen Daten wieder her zu dem Zeitpunkt, wo alles noch in Ordnung gewesen ist. Kommen wir zur künstlichen Intelligenz gegen Spearphishing, Barracuda Sentinel. Sentinel kombiniert drei Verteidigungsebenen: Echtzeit Spearphishing Prevention, Erkennung komprimierter Konten und Sichtbarkeit und Schutz vor Domainbetrug. In der Basis bietet Sentinel eine künstliche Intelligenz, die eben Echtzeit Spearphishing und Cyberbetrugsbekämpfung durchführt. Das Ganze wird in einem Cloud-Service bereitgestellt, der die Mitarbeiter schützen soll vor zum Beispiel leicht ausführenden Spearphishing-Attacken. Hier habe ich mal ein kurzes Beispiel aufgeführt. Wir haben hier einen Absender, die Jane Johnson. Die Jane Johnson ist bei der Firma Corp der CEO und sie bittet hier den Michael Blake um eine eilige Überweisung. So, das Ganze ist eilig, es wird rot dargestellt. Der Michael, der ist schon ganz nervös aufgrund dieser E-Mail. So, und dabei fällt ihm nicht auf, dass der Absender gar nicht bei corp.com ist, sondern bei conp.com. Das bedeutet, hier könnte es jetzt sein, dass der Empfänger einer Spearphishing-Attacke auf den Leim geht. Hier ist Sentinel in einer idealen Situation. Sentinel kann als KI solche Angriffe erkennen und kann hier entsprechend reagieren und den Mitarbeiter vor solchen E-Mails schützen. Um Sentinel einmal im Betrieb zu sehen und sich vorstellen zu können, wie das Ganze aussieht, haben wir auch hier ein kurzes Demo-Video vorbereitet. Sentinel arbeitet für den Benutzer transparent im Hintergrund. Werfen wir einen Blick auf das Dashboard. Wir haben 13 geschützte Mailboxen und 803 erkannte Spearphishing-Attacken. Scrollen wir weiter runter, so finden wir eine Liste der erkannten Attacken. Lassen Sie uns einen Eintrag genauer anschauen. Zum Beispiel diesen hier. Your password has expired. Sentinel hat die Nachricht nicht analysiert und festgestellt, dass die Adresse, von der die Mail stammt, nicht typisch ist für Outlook. Weiter wurden dem Link eine verdächtige URL entnommen, die regulär nicht verwendet wird. Sentinel hat die Nachricht als Attacke eingestuft und in Quarantäne gestellt. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Der harmlose Betreff Morning lässt nichts Schlimmes vermuten. Sentinel hat auch diese Nachricht analysiert und ist anderer Ansicht. Zum einen ist es nicht die typische Absenderadresse und zum anderen handelt es sich um ein ungewöhnliches Anliegen. Aufgrund der Bewertung wurde auch diese E-Mail ebenfalls in Quarantäne gestellt. Weiter kann Ihnen Sentinel helfen, Ihre Namen, Marken und Reputation mit Hilfe von DMARC zu schützen. Die Grafik zeigt einen Zeitraum von ca. 4 Wochen, in dem Sentinel den Nachrichtenfluss beobachtet hat und erkennt generischen Verkehr, hier in grün dargestellt, sowie den in rot dargestellten ungewünschten Traffic. Nun ist es natürlich nicht ungewöhnlich, dass Sie ein System eines Drittanbieters verwenden, welches E-Mails in Ihrem Namen verschickt.
In diesem Fall soll es das ja auch. Wenn wir uns die Details anschauen, dann sehen wir zum Beispiel Zendesk. Zendesk ist ein Ticketsystem für den Support und agiert unter der eigenen Domain in ihrem Namen mit dem Kunden. Wie Sie sehen, wird ein Großteil der Nachrichten über Google verschickt. Das ist Traffic, der nicht erwünscht ist. Sentinel hilft Ihnen, dies zu erkennen und kann Sie anleiten, zum Beispiel Zendesk als einen gültigen Absender zuzulassen. Nach der Beobachtungsphase und entsprechender Anpassung von DMARC kann diese Konfiguration scharf geschaltet werden, sodass die unerwünschten Absender vom Empfänger abgelehnt werden und nur zulässige Server ihre Nachrichten verschicken. Ein dritter Punkt, wie Sentinel sie schützen kann, ist die Erkennung von kompromittierten Konten. In diesem Fall hat ein Dritter Zugriff auf die Login-Daten und somit auf das Postfach erlangt. Der Angreifer nutzt nun diesen unrechtmäßigen Zugriff zum richtigen Zeitpunkt aus und verschickt über das Postfach Nachrichten, zum Beispiel an ihre Mitarbeiter. In der Übersicht sehen wir eine Liste von Kontenübernahmen. Sentinel kann Sie nun anleiten, um ein entsprechendes Cleanup des betroffenen Postfaches durchzuführen. Abschließend zum heutigen Webcast kommen wir zum E-Mail Thread Scanner, unserem 100% cloudbasierten Tool zum Identifizieren von Bedrohungen. Der E-Mail Thread Scanner verwendet unsere Advanced Threat Protection und Barracuda Sentinel, um Schwachstellen in ihrem bestehenden Exchange Online zu erkennen. Schwachstellen können hier die Dinge sein, die ich Ihnen gerade in dem Webcast dargestellt habe, wie zum Beispiel, dass Sie historisch aus dem Exchange On-Premise in Exchange Online Daten übernommen haben, wo bereits schon mal Spear-Phishing-Angriffe durchgeführt werden sollten, ja, wo gefährliche Links hinterlegt sind, etc. All dies kann der E-Mail Thread Scanner erkennen und Ihnen hier in einem Report aufzeigen. Wie funktioniert das Ganze? Sie melden sich mit Ihrer E-Mail-Adresse von dem Microsoft Online Administrator und Ihrem Passwort an. Danach bekommen Sie eine Übersicht, welche Rechte der E-Mail Thread Scanner benötigt. Keine Sorge, wir brauchen nur Lesezugriff. Wir schreiben nicht und wir speichern auch nichts. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie, wenn Sie, wie auf der rechten Seite auf dem Bild sehen, auf More Details klicken. Danach akzeptieren Sie und der E-Mail Thread Scanner beginnt mit seinem Scan. Dieser Scan kann bis zu 2 Tage dauern und am Schluss bekommen Sie eine Übersicht über das, was in Ihrem Exchange insgesamt so unterwegs ist, was dort passiert ist. Sie kriegen eine Übersicht, ob es hier Gefährdungen gibt. Sie bekommen eine Risiko-Checkliste zur Behebung von bestimmten Risiken und haben dann die Möglichkeit, entsprechend dieses Wissen, was Sie dadurch erhalten haben, zu nutzen, um zu reagieren und vielleicht sich für eine erweiterte E-Mail-Security oder andere erweiterte Lösungen zu entscheiden. Wenn Sie das Ganze durchführen wollen, haben Sie die Möglichkeit, sich mit Ihrer E-Mail-Adresse zu registrieren. Sie bekommen dann sofort in Punkt 2 einen persönlichen E-Mail-Thread-Scanner-Link, auf den Sie draufklicken können und dann wird der E-Mail-Thread-Scan für Sie entsprechend gestartet. Schauen wir uns einmal Ihre Sicherheitscheckliste an. Bewerten Sie das Spear-Phishing-Risiko mit dem E-Mail-Thread-Scanner. Nutzen Sie ein automatisiertes Tool für die Reaktion auf Zwischenfälle. Ausbildung Ihrer Mitarbeiter sollte absolut wichtig für Sie sein. Überprüfen Sie Ihre Verschlüsselungs- und DLP-Richtlinien. Sehen Sie nach, ob Sie bereits Cloud-to-Cloud-Backup aktiviert haben, ob Sie hier eine entsprechende Lösung haben, die ganzheitlich Ihre Daten sichert. Und überprüfen Sie, ob E-Mail-Continuity bei Ihnen aktiviert ist, zur Verfügung steht, um im Falle dessen, dass Ihr Exchange online ausfällt, Sie trotzdem die Möglichkeit haben, auf Ihre Daten zuzugreifen. Abschließend kommen wir auch noch zu einem wichtigen Punkt, Lizenzierung und natürlich auch Support, den ein Hersteller bieten kann.
Wir lizenzieren bei Barracuda nach realen Benutzern. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel 45 Benutzer haben, die Office 365 nutzen, dann müssen Sie 45 Nutzer auch entsprechend lizenzieren. Barracuda lizenziert immer nach vollen Features. Das bedeutet, Sie erwerben zum Beispiel die Backup-Funktionalität nicht in einer Einschränkung, wo vielleicht nur eine bestimmte Anzahl an Schedules durchgeführt werden kann. Andere Mitbewerber lassen sich das tatsächlich extra bezahlen. Es ist auch so, wenn neue Features dazukommen, die zum Zeitpunkt, wo Sie das Produkt erworben haben, noch nicht da waren, wird das Ganze für Sie erweitert und auch dann steht es für Sie zur Verfügung. Ganz wichtig auch bei Barracuda, wir haben unbegrenzten Speicherplatz für Archivierung und Backup. Das heißt, auch hier ist keine Einschränkung vorhanden und viele unserer Produkte können direkt mit deutschsprachigem Herstellersupport gewährleistet werden. Natürlich gibt es einzelne Dienste, die aufgrund länderspezifizierten Entwicklungsstandorten mit englischem Support versehen sind. Ganz wichtig beim Support von Barracuda direkt ist allerdings auch, dass wir keine Phone Trees haben. Das heißt, Sie haben immer sofort einen Menschen am Telefon. Und das Wichtigste für uns alle ist ja immer, ich habe ein Problem, das möchte ich adressieren, das erkläre ich jemandem, ich bekomme eine Ticketnummer, werde entweder gleich an den richtigen Ansprechpartner weitergeleitet oder ich bekomme dann eben einen entsprechenden Rückruf. Abschließend gesagt, ich kann Ihnen nur empfehlen, sichern Sie mehr als nur das Gateway. Es ist hier tatsächlich einiges mehr zu tun, als nur auf den E-Mail-Perimeter alleine zu schauen. Und in der heutigen Zeit bleiben Sie natürlich gesund. Das ist im Moment das Allerwichtigste.